Herzlich willkommen aus Wien. Wir dürfen in Rudi Anschober besuchen, unseren ehemaligen Landesrat. Du hast ein neues Buch. Und das, über das reden wir ganz kurz jetzt. Wunderbar. Gehen wir gleich ein bisschen. Ja, worum geht's in dem neuen Buch? Du hast gesagt, es ist ein neues Genre. Ja, es ist ein neues Genre. Es ist eine Mischung aus einem Sachbuch und einem Science-Fiction-Buch. Das spielt im Jahr 2040 hier in Österreich und zeigt, wie es uns geht, wenn die Klimawende umgesetzt worden ist. Also wir es geschafft haben, dass wir unsere Energie zum Beispiel selbst produzieren und vieles andere mehr. Und es zeigt einfach, dass es uns ganz gut geht und wie wir es geschafft haben, dass wir dorthin gekommen sind. Das Buch ist mittlerweile ein Bestseller in Österreich. Es freut mich total und ich habe viele Lesungen, auch viele in Oberösterreich. Das ist eigentlich am schönsten. Warum hast du das Buch geschrieben? Was war so deine Motivation dahinter? Die Motivation war, dass ich den Eindruck habe, dass ganz viele Menschen total negativ drauf sind, pessimistisch sind, resignieren, nicht mehr daran glauben, dass wir eine gute Zukunft haben können, gerade auch junge Leute. Und das ist aus meiner Sicht total schlecht, denn wenn wir nicht an eine gute Zukunft glauben, dann werden wir auch keine gute Zukunft haben. Deswegen habe ich versucht, ein sehr positives, hoffnungsvolles Buch zu schreiben. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch wenn es schwierig ist, weil wir tun uns immer beim Negativen leichter. Ja, aber du hast sehr viele unterschiedliche Facetten, glaube ich, in dem Buch auch behandelt, mit Experten, mit verschiedenen Fachbereichen. Genau, die unterschiedlichen Themen halt thematisiert, die unser Leben so ausmachen und was notwendig ist bei der Klimawende. Mich stört ja unglaublich, dass die Klimawende so dargestellt wird, wie wenn man dann, wie wenn alles verboten wäre, was schön ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das Leben kann viel schöner werden und wir können eine gute Zukunft haben, wenn wir jetzt handeln und uns jetzt engagieren dafür. Das heißt, ist ein Chancenbuch? Ist ein Chancenbuch, ein Buch, das die Leser und Leserinnen ermutigen soll, das Hoffnung geben soll. Und ich merke bei den Lesungen, dass da der Funke eigentlich schon überspringt und sehr ermutigte Menschen auch dann eher bereit sind zu handeln und einen Beitrag zu leisten. Denn wenn ich resigniere, dann tue ich nichts mehr. Wenn ich keine Hoffnung habe, dann mache ich nichts mehr, dann engagiere ich mich nicht. Es braucht Hoffnung für ein gutes Leben, finde ich. Du bist auch in unserem Bezirk mit Vorlesungen. Ja. Ein Part ist der Energiestammtisch in Schlüsselberg. Ist der Energiestammtisch, denn der war ja immer ein Schlüssel für diese gute Zukunft. Da sind viele Ideen diskutiert worden, die in dem Buch dann in Umsetzung gehen und die wir brauchen auf diesem Planeten, damit es uns gut geht in nächster Zeit. Und ich freue mich auf den Energiestammtisch schon total. Im Herbst alleine wird es alleine in Oberösterreich 20 Lesungen geben. Und der Energiestammtisch ist mittendrin, geht los am 5. September in Luftenberg und endet irgendwann Ende November in Enns. Das werden viele schöne Abende in Oberösterreich. Du bist ja jetzt in Wien. Wie geht's dir eigentlich? Was hat sich verändert jetzt? Vielleicht darf ich das ganz kurz noch fragen. Ja, sicher. Warst du ja Oberösterreicher und jetzt? Ja, das Leben ist natürlich ein anderes in Wien. Wien ist eine Großstadt. Wien ist sehr, sehr vielschichtig. Das mag ich grundsätzlich sehr gern. Hintergrund ist, dass meine Partnerin schon seit Jahrzehnten in Wien wohnt und von daher das für uns leichter ist auf die Art und Weise. Und ich habe ja nach dem Ausstieg, nach meinem Freiwilligen, das ist ja nicht so selbstverständlich in der Politik, dass man freiwillig aussteigt, aus dem Ausstieg aus der Politik, nach dem versucht, einfach mein Leben noch einmal ganz zu verändern und ganz was Neues zu probieren. Und da hat auch der Ortswechsel ganz gut dazu gepasst, aber wir wohnen da eher in einem grünen Bereich, gibt es auch in Wien und fahre aber sehr, sehr gern nach Oberösterreich zurück, habe eine ganze Verwandtschaft in Oberösterreich, viele Freunde in Oberösterreich, also das Wiedersehen ist dann immer wieder umso schöner. Und du hast ja Themen aus Oberösterreich auch vom Energiestammtisch mitgenommen in diesem Buch. Und genau. Mit dem Buch kommen dann Ideen vielleicht auch nach Österreich. So ist es. Und nach Wien. Genau. Herzlichen Dank, Rudi. Ich danke.